Guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist der 21. Dezember und ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy zu unserem aktuellen Marktkommentar. Es startet im Prinzip ja eine unterbrochene Woche durch die Weihnachtsfeiertage. Die meisten Bücher bei den großen Playern sind geschlossen. Das heißt, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Dennoch gibt es natürlich, gerade wenn die Liquidität am Markt etwas geringer sind, Ausschläge, die dann durch vielleicht Nachrichten, vielleicht auch durch Zufälligkeiten ausgeführt werden. Und in so einer Situation ist es gerade wichtig, auf die Trends zu schauen und die größeren Trends im Blick zu haben. Wir erinnern uns an die letzten Wochen, die geprägt waren von einem riesen Zustrom an frischem Geld in die Märkte hinein. Dieser Zustrom wird ungebrochen und mit voller Kraft auch in 2021 laufen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Notenbanken hier in Milliarden Dollar- und Euro-Paketen Anleihen kaufen, und wir hatten gezeigt anhand der letzten 10 Jahre, dass diese Anleihenkäufe letztendlich immer zu einem Anstieg von Assetpreisen und zu einer Art Asset Inflation geführt haben. Und wir hatten in den letzten Tagen, ja, und Wochen auch schon immer wieder darauf hingewiesen, es gab selbst bei diesen für uns ja spekulativen Märkten, wie zum Beispiel die Kryptomärkte, ganz klare Kaufsignale. Und wir schauen hier nur auf den Bitcoin, auch ohne, dass wir jetzt groß hier das Daytrading drauf machen. Und wir haben den Bitcoin am Wochenende auf neuen Höchstständen gehabt. Das heißt, es pumpt hier weiter das Geld in diese absolut spekulativen Märkte hinein. Aber, und das sagten wir auch, diese Rallye steht erst an ihrem Anfang. Es wird die Blase, die wir letztes Mal gesehen haben, bei Weitem übertreffen. Nochmal zur Erinnerung, Bitcoin ist damals von ungefähr 1.000 auf 18.000, 19.000 Dollar gegangen, um danach das Platzen der Blase eine 70%, 80% Korrektur zu machen im Bereich von 4.000 Euro Dollar zurück. Und ja, der nächste Schub sollte dieses hier um ein Vielfaches übertreffen. Und wir hatten es ja schon gesagt, wir sind auf dem Weg, in Zehntausender Schritten in Bitcoin zu denken. 30.000, 40.000, 50.000, das werden sicherlich so die Stationen sein. Die 25.000 hat jetzt der Markt am Wochenende erstmalig gekratzt. Und ja, es zeigt uns, und das ist eben wichtig, warum wir das jetzt hier besprechen, dass einfach unheimlich viel spekulatives Geld immer noch Anlage sucht. Und dieses Geld wird auch in die Aktienmärkte reinströmen. Und jetzt gehen wir in die einzelnen Aktienmärkte hinein. Das heißt, wir beginnen mit dem S&P, der heute Morgen in der Nachtsitzung etwas schwächer ist. Wir haben am Freitag nochmal hier ein All-Time-High gesehen, nochmal ein Top gesehen. Wir sehen hier einen kleinen Abverkauf. Dieser Abverkauf kann tatsächlich auch tiefer gehen. Nochmal zur Erinnerung, dieser Aufwärtstrend hier ist vollkommen intakt. Und natürlich passieren in diesem Aufwärtstrend immer wieder Korrekturen, die auch deutlicherer Natur sind hier. Und wir sehen auch hier, wenn wir jetzt hier eine Korrektur auf dieses Ausbruchsniveau bekommen, also dieser Bereich hier, dann bildet das letztendlich erstmal nur eine gute Basis für das nächste Jahr, für 2021. Und ja, das Momentum geht so ein bisschen raus, das sehen wir. Von daher eventuell Vorsicht. Wir haben auch dieses sehr positive Sentiment gehabt, das auch ein bisschen zur Vorsicht mahnt. Nichtsdestotrotz, die Trends bleiben aufwärts und alle Spekulationen, die wir tätigen auf der Short-Seite, sind im Moment als antizyklisch einzustufen. Heißt nicht, dass wir das nicht tun. Wir haben Freitag eine kleine antizyklische Position aufgebaut im S&P und gucken mal, was da jetzt entsprechend draus wird. Aber das ist eine Mini-Position, wenn ihr wisst, mit welchen Positionsgrößen wir sonst reden. Das heißt, das ist wirklich ein ganz vorsichtiges Hineintasten. Der DAX hat hier heute Morgen sehr schwach eröffnet. Da wird sicherlich die Nachricht aus Großbritannien eine Rolle spielen, beziehungsweise hier die Problematiken, die sich hier mit der Virusmutation derzeit stellen, dass man eben dann versucht, den Reiseverkehr mit Großbritannien zu unterbrechen. Und das bedeutet natürlich dann auch irgendwo eine Unterbrechung von Warenverkehr und dergleichen. Wir haben sowieso diese Brexit-Problematik, wir haben einige Themen, die da sind. Wird keine dauerhafte Belastung für den Markt sein, aber solche kurzfristigen Auslöser
führen dann natürlich immer mal zu Rückgängen, Gewinnmitnahmen, und da muss man eben gucken, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, was wir ja faktisch sind, was sind hier dann gute Zielzonen. Und wir haben heute Morgen eigentlich das erste Kauflevel hier erreicht, Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange, die wir letztens gemacht haben. Ich bin mir hier ein bisschen im Zweifel, ob wir nicht sogar in die Range zurück reinfallen. Also wir haben jetzt hier das im Prinzip als eine Range gesehen, die sehr lange als Basis fungiert hat. Im sehr bullischen Fall Rücktest dieser Range und Markt aufwärts. Aber, und jetzt kommen wir eben dazu, wir haben, wenn wir das Gesamtbild betrachten, alles drum und dran, dann haben wir hier jetzt nicht unbedingt, dass wir zum Jahresende mit dem Finger auf dem Kaufbutton sein müssen. Das wird im Januar wahrscheinlich anders sein. Das heißt, es tut sich hier eine Kaufzone an, die so groß ist. Das heißt, wir sind am oberen Ende der Kaufzone gerade angekommen. Das ist aber das untere Ende der Kaufzone. Und ihr wisst, wir suchen immer einen Punkt im Trading, an dem wir schnell Bescheid wissen. Und schnell Bescheid wissen wir hier nicht, denn selbst wenn wir hier kaufen und der Markt fällt bis hierhin, ist es immer noch ein gutes Kaufniveau. Und das heißt, im Moment ist ein Test dieser Tiefs sogar im Rahmen der Technik durchaus erlaubt. Also wer jetzt hier sich engagiert an diesem Markt, der müsste mit sehr, sehr weiten Stops arbeiten. Wir für unseren Teil sind hier erstmal auf der neutralen Seite. Das kann man zum Jahresende sicherlich tun, weil wir gesagt, wir sagen, es fehlen die großen Player. Wir werden uns im neuen Jahr ein bisschen wieder aggressiver positionieren, wenn dann auch das Geld an den Markt zurückkommt. Und ja, das heißt, wir werden heute den heutigen Tag mit wenig Aggressivität, zumindest was die Long-Seite betrifft, starten. Ja, Euro-US-Dollar ist in einem klaren Aufwärtstrend, ist jetzt aber auch mal zurückgekommen. Auch das hier ist nicht irgendwo dramatisch. Wir sehen hier einen Rücklauf auf die Kauflevel, und diese Kauflevel hier, das sind für uns auch schon dann die nächsten Einstiegslevel im Zuge einer Sequenz. Das heißt, wir würden hier einsteigen, ungefähr mit einem Cent Risiko mit hier unten dem Stopp. Das heißt, da suchen wir heute auf nach einer Long-Gelegenheit in Trendrichtung Fortsetzung. Das heißt, da werden wir kaufen, und der Bund Future ist natürlich getrieben von den Notenbanken unterstützt. Die Abwärtsbewegung hat nicht ganz ihr Ziel erreicht. Wir hätten gerne die 177 gesehen hier. Das ist leider nicht passiert, aber wir haben es trotzdem profitabel umsetzen können, am Freitag hier kurz noch auf der Short-Seite zu handeln, diese Abwärtsbewegung hier. Aber sind dann, weil das Minimumziel hier nur der Test dieses Tiefs war, raus. Und ja, jetzt seht ihr schon, geht der Markt hier wieder hoch. Wenn wir uns das Ganze angucken im Daily-Bereich, dann müssen wir sagen, Markt ist hier aus diesem kleinen Dreieck raus, hat einen kleinen Rücksetzer gemacht und hat jetzt eigentlich eine gute Chance, hier über den Jahreswechsel diese All-Time-Highs hier anzugreifen. Wir haben über die Formation im Bund Future schon häufiger geredet, dass nämlich so ein Dreieck immer folgendermaßen abläuft. Wir laufen in die Spitze des Dreiecks, ist passiert, wir brechen in Trendrichtung davor aus, der Trend war long, sind also nach oben ausgebrochen, auch das ist passiert. Der Markt erreicht neue Tops, das ist noch nicht passiert hier drüber, und dann ist im Prinzip die Formation komplettiert, und jeder Ausbruch aus dem Dreieck ist ein Fehlausbruch mit Rücklauf an die Spitze des Dreiecks. Das heißt, das kommt dann noch, und das ist ein bisschen unser Masterplan für den Bund. Das heißt, wir sehen den Bund jetzt hier Richtung 180, 181, 82 vielleicht sogar laufen und dann mit Rücksätze auf die 176 bis 174 als Zielzone, als Masterplan für die nächsten Tage und Wochen. Ja, aber auch da nicht unbedingt jetzt Handelsaktivität für den heutigen Tag angesagt. Wir werden mal schauen, was sich da dann entsprechend ergibt. Wie gesagt, heute werden wir relativ wenig machen. Wir versuchen uns auf den Kauf im Euro zu konzentrieren. Wir haben, wie gesagt, eine Mini-Position im S&P Short. Ja, und beim DAX, da müssen wir mal gucken, ob es da irgendwo Kaufniveaus erreicht, wo wir uns dann vielleicht auch noch auf die Long-Seite schlagen. Ich wünsche euch einen guten Trading-Tag, und wir hören uns wieder morgen. Die Woche geht es dann ja noch bis Mittwoch bei uns weiter. Dann gehen wir quasi in die Winterpause. Wir werden dann nächste Woche noch einen Marktkommentar machen, auf jeden Fall, um uns auch auf das neue Jahr ein bisschen vorzubereiten. Aber für diese Woche werdet ihr sozusagen heute, morgen und übermorgen noch einen Marktkommentar hören. Und dann war es das auch.